Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich glaube, der Rahmen, warum es spannend ist, über Stadt zu sprechen, ist sehr deutlich geworden. Den finden wir im Moment auch jeden Tag in den Zeitungen. Ich will jetzt auch über Widersprüche sprechen, aber über welche, die sehr viel mehr uns hier direkt betreffen, in Frankfurt, in Deutschland. Ich will den Blick auf Stadtpolitiken richten und dabei vor allem fragen, ein bisschen weggehen von der aktuellen, der jüngsten Krise, denn sozusagen die Stadt als Raum von Migration und des Ankommens ist natürlich schon sehr viel länger ein Problem im Vergleich der Regulation des Nationalstaats. Ich will deshalb einen Blick auf Stadtpolitiken richten, auf ihre Geschichte und auf die Art und Weise, wie Stadt mit Migration umgeht. Als Ausgangspunkt möchte ich dabei nochmal diesen Begriff der weltöffnenden Städte in den Mittelpunkt stellen. Und zwar kurz sozusagen Sie abholen. Bei der Einladung zu diesem Symposium, in dem es hieß, in den vergangenen Monaten haben die Europäische Union und viele Länder der Welt das Abschottungsregime eskaliert. Unterhalb der nationalen Ebene aber leben zivilgesellschaftliche Initiativen und Kommunen eine andere Idee von Globalisierung. Sie bilden Räume gegenseitiger Hilfe unter Fremden und sind Anknüpfungspunkte für die demokratische Ausgestaltung eines transnationalen Gemeinwesens. Und worum ich mich jetzt so ein bisschen drehen will, ist dieser mittlere Punkt. Nur kurz zur Erinnerung, es gibt natürlich zahlreiche Beispiele, in denen das wahr ist. Also es gibt irgendwie die Nation, die Idee der Nation und die Regulation von Migration auf der einen Seite, auf der anderen Seite die schon jetzt häufig benannten Sanctuary Cities, die gerade in der Auseinandersetzung mit der Trump-Regierung in den USA viel in den Medien waren. Auf der anderen Seite gibt es in Europa das Beispiel Palermo, die schon bevor der Sommer der Migration im Rest Europas angekommen ist, sozusagen als Ankunftsort am Mittelmeer, 2015 die Charta von Palermo veröffentlicht haben, in der eingefordert wurde, dass das Recht zu bleiben nicht mehr vom Nationalstaat her gedacht wird, sondern von der Wohnbürgerschaft in der Stadt. Und das als eine Stadt, die als erstes in einem unglaublichen Ausmaß von der jüngsten Migrationswelle betroffen wurde. Das heißt, in beiden Fällen gibt es die Bewegung der Migration, die in den Städten ankommt, aber es gibt auch eine Artikulation dieser Bewegung in Form von Stadtpolitik. In Deutschland ist das Beispiel, was in der jüngsten Debatte immer genannt wird, die Willkommenskultur. Bei der Willkommenskultur kann man sich darüber streiten bislang, inwieweit das etwas ist, was stadtpolitisch vermittelt wird. Ich glaube, das ist sehr ambivalent. Aber was klar ist, dass es auch darin irgendwie einen Widerspruch gibt zwischen dem, was in den Städten passiert und dem, was auf nationalstaatlicher Ebene passiert. Das Bild ganz links, was Sie hier sehen, ist schon ein bisschen vom vor dem Sommer die Migration. Das war die Reaktion auf den Versuch, Pegida in Frankfurt zu etablieren. Und ich finde, das bringt diesen Widerspruch einfach schön zum Punkt, haut ab nach Deutschland, das ist Frankfurt hier. Was man erstmal festhalten kann, dann ist, dass in dieser Debatte irgendwie ein Widerspruch zwischen Nationalstaat und der weltoffenen Stadt konstatiert wird. Wenn man jetzt ein bisschen zu diesem Begriff in die Literatur geht und auch ein bisschen weg von der aktuellen Krise, kann man zum Beispiel bei Erol Yildiz, einem Soziologen, der ein Buch mit dem Titel Weltoffene Stadt geschrieben hat, Folgendes finden. Weltoffene Städte nehmen keine Rücksicht auf ethnische und nationale Diskurse, sondern entwickeln ihre eigene soziale Grammatik. Jenseits und unterhalb der nationalisierten und homogenisierten Wirklichkeit finden wir eine urbane Komplexität und Vielschichtigkeit, hybride und widersprüchliche Alltagspraktiken, kulturelle Überschneidungen, Überlappungen und Verflechtungen, die überwiegend als ein Ergebnis von Migrationsbewegungen betrachtet werden können. Was Yildiz untersucht hat, sind Stadtteile in Köln und München, Stadtteile, die in der deutschen Debatte häufig als dysfunktional beschrieben werden, als zu früheren Zeiten als Ghettos, heute als Parallelgesellschaften, zumindest aber als irgendwie informell, irgendwie ungeregelt und häufig als Zeichen der Desintegration. Und das verweist ein bisschen auf die
Perspektive, die Thomas eben schon benannt hat, nämlich dass, auch Yildiz dafür plädiert, diese stadträumliche Problematisierung, dass in bestimmten migrantischen Vierteln das Gegenteil von Integration stattfinden würde, dass man das fallen lassen sollte. Und er kontrastiert das mit dem, was er als offizielle Wahrnehmung immer noch wahrnimmt in der Politik und auch in der Stadtpolitik, nämlich Diskurse, die letztendlich auf ethnische und nationale Homogenität setzen. Das Ganze von 2013. In seiner Perspektive wäre der Widerspruch dann eher zwischen Nationalstaat und der weltoffenen Stadtgesellschaft, nicht der weltoffenen Stadtpolitik. Worauf ich mich jetzt konzentrieren will, ist aber dieser Punkt, der in der Einladung zum Symposium aufgerufen wurde, nämlich, dass es einen Widerspruch zwischen zivilgeschichtlichen Initiativen und Kommunen gibt. Also ich will der Frage nachgehen, was machen denn Kommunen und Lokalstaat bislang in dieser Debatte praktisch? Das Ganze werde ich in drei Schritten machen. Ich werde zunächst ein bisschen auf die sozialwissenschaftliche Debatte um Urban Citizenship eingehen, in der dieser Widerspruch zwischen Stadt und Nation deutlich formuliert worden ist und damit sozusagen die Beziehungen, diese Sandwich-Position, die Kommunen und der Lokalstaat zwischen diesen widersprüchlichen Polen einnimmt, wenn man der einfach ein bisschen Substanz zubringen kann. Und danach werde ich etwas berichten aus Forschung zu Frankfurt, die ich gemacht habe, die sich damit beschäftigt, wie in den letzten 10, 15 Jahren sich deutschlandweit, aber auch in Frankfurt kommunale Integrationspolitiken neu aufgestellt haben und dabei neue Diskurse über den Zusammenhang von Stadt und Migration sichtbar werden, die sich eben auch in Stadtpolitik artikulieren. Und am Ende werde ich zeigen, warum darin zwar einerseits quasi eine Verschiebung des Lokalstaats, der Kommune, weg von nationalstaatlichen Logiken hin zu dieser Logik der weltoffenen Stadtgesellschaft stattfindet, warum das aber nicht notwendigerweise eine Lösung ist, sondern vielleicht für die Perspektiven, die wir hier eher diskutieren wollen, Teil des Problems ist und warum man auch sozusagen auch mit und gegen die Stadtpolitik letztendlich denken muss, wenn man weiterkommen will in diesen Fragen. Zum ersten Punkt, also die Debatte um Urban Citizenship. Man kann die Debatte, glaube ich, gut auf den Punkt bringen mit einem kurzen Zitat von Holzen und Apadurai, das schon von 1996 stammt und das eben fragt, warum Stadt und warum Bürgerschaft, also warum soll man sich damit beschäftigen? Die beiden haben das Spannungsverhältnis von Stadt und Nation deutlich auf den Punkt gebracht und beantworten diese Frage, warum sollte man sich damit beschäftigen, folgendermaßen. In den Städten erleben wir täglich die Krise des Prinzips nationaler Zugehörigkeit und dort können wir lernen, unsere Konzeption von Bürgerschaft zu überdenken. Was meinen Sie damit? Die zunehmende Normalität transnationaler Migration in unserer globalisierten Welt hört die Prinzipien von Staatsbürgerschaft und nationaler Zugehörigkeit als Grundpfeiler von Demokratie und Staat aus. So ihre These. Denn immer weniger Menschen haben gleichberechtigten Zugang zu dieser Gesellschaft. Etienne Balibar hat das Modell des europäischen Nationalstaats einmal als nationalsozialen Staat bezeichnet. Er bringt damit zum Ausdruck, dass in diesem Modell ökonomische, politische und soziale Integration und Gesellschaft fest an eine statische Vorstellung der nationalen Staatsbürgerschaft gekoppelt wird. In der deutschen Variante dieses Modells war Migration folgerichtig bis in die 1990er Jahre überhaupt nicht als dauerhaftes Phänomen vorgesehen. Und wie wir wissen, hat sie trotzdem stattgefunden. Und im Zusammenspiel mit dieser de facto Migration und einem Nationalstaat, der sie negiert, wurden und werden laufend Ausschüsse von politischen, sozialen, ökonomischen Rechten produziert, die Staatsbürgerinnen zustehen eigentlich. In der Citizenship-Debatte kann man jetzt verschiedene Dimensionen unterscheiden, die diese Ausschüsse klar machen. Dabei geht es einerseits um Fragen des formalen Zugangs zu Rechten, die abhängig sind vom Aufenthaltstitel, und andererseits um die Frage, ob Personen, die formale Rechtsansprüche genießen, diese Rechte auch substanziell praktizieren können. In der Bundesrepublik gibt es aktuell über 15 unterschiedliche rechtliche Aufenthaltsarten für Geflüchtete und andere Ausländer
Und mit diesen sind natürlich jeweils abgestufte Rechte verbunden. So besitzen Menschen mit einer Niederlassungserlaubnis das unbefristete Recht zum Aufenthalt in der Bundesrepublik und sind Staatsbürgerinnen in vielen Bereichen gleichgestellt. Auf der anderen Seite des Spektrums finden sich Menschen, die mit einer Duldung hier leben und praktisch schutzlos staatlicher Willkür ausgeliefert sind, und jene, deren Aufenthalt in der Bundesrepublik zum Beispiel als Visa-Overstayer oder beispielsweise infolge von Dublin-Bestimmungen illegalisiert ist. In dem Fall gibt es dann praktisch keine Rechte, selbst bei der medizinischen Grundversorgung oder dem Recht auf Bildung für Kinder in schulpflichtigem Alter ist es nicht bundesweit einheitlich garantiert. Das heißt, was wir sehen, ist eine zunehmende Hierarchie von Rechtsansprüchen, die aber völlig normal geworden ist, also in großem Ausmaß da ist. Und das ganze Problem wird verschärft, weil natürlich auch in den Fällen, wo Rechte formal da sind, Rassismus und institutionelle Diskriminierung dazu führen, dass man sie nicht grundsätzlich leben kann. Vasilis Theanos hat diesen Zustand einmal als postliberale Bürgerschaft beschrieben. Denn wie es aussieht, hat der Staat aufgegeben, dass für alle Menschen in seinem Territorium die gleichen Rechte gelten sollen, was eigentlich das Ideal der liberalen Bürgerschaft gewesen wäre. Und diese Entwicklung trifft natürlich vor allem Städte. Städte stehen damit vor neuen Herausforderungen, denn hier verdichten sie sich infolge der Tatsache, dass Migranten, Neuankömmlinge, aber auch Migranten, die schon lange oder in der zweiten oder dritten Generation hier leben, einfach vor allem in Städten leben. Das heißt, diese Ungleichheit tritt in Städten als soziale und politische Krise besonders in den Vordergrund. Und auch formieren sich hier besonders hier Kämpfe um Rechte. Nur um das kurz zu illustrieren, muss ich Ihnen nicht sagen, wenn in Frankfurt 30% der Einwohnerinnen keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, heißt das, dass sie hier nicht wählen können. Wenn mehr als 40% mittlerweile statistisch einen Migrationshintergrund haben und wir uns beispielsweise das Frankfurter Diversitätsmonitoring angucken, wo man feststellen kann, dass, wenn man einen statistischen Migrationshintergrund hat, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man weniger Wohnraum für einen höheren Preis bekommt, dann betrifft diese Ungleichheit einfach mittlerweile einen Großteil, bald bei unter Sechsjährigen mittlerweile die Mehrheit der Stadtbevölkerung. Und das Problem ist, selbst in einer Stadt wie Frankfurt, wo das so deutlich zutage tritt, nicht in dem Maß auf der politischen Agenda. Hier nur zur Illustration noch einmal kurz, das sind 200.000 Einwohner Frankfurts und das sind die Rechtsstatusse, die diese 200.000 Menschen haben, mit denen jeweils unterschiedliche Rechte verbunden sind. Und das Bild ist aus dem Frankfurter Diversitätsmonitoring und dass das Bild in diesem Monitoring ist, der Stadt, darauf komme ich später auch nochmal zurück. Den zweiten Punkt, den Holzen und Apadurei dann stark machen, ist, dass wir in Städten lernen können, unsere Konzeptionen von Bürgerschaft zu überdenken. Was meinen Sie damit? Wie kann man das lernen? Sie beschreiben Urban Citizenship vor allem als eine bürgerschaftliche Praxis. Sie sagen also, es gibt diese Ausschlüsse, aber was wir in Städten sehen können, ist, dass Gesellschaft und auch postmigrantische Gesellschaft sich trotzdem erfolgreich organisiert. Und wenn wir uns das angucken, und das ist so ähnlich wie das Argument von Yildiz, der sagt, wir müssen uns sozusagen diese Stadtteile genau angucken, über die ihm erzählt wird, die sind dysfunktional, da funktioniert nichts und so weiter. Aber wenn wir da hingehen, da Ethnografie machen, beschreiben, wie Gesellschaft da produziert wird, sehen wir da eigentlich die Zukunft von unserer Gesellschaft und nicht ihr Nicht-Funktionieren. Und das ist eben auch die Perspektive, die Holzen und Apoderei vor allem aufwerfen. Also wir müssen das analysieren, wie funktionieren Städte heute, und von da aus denken, was brauchen wir vom Staat her und von den Rechten her. Jemand, der das sehr, sehr deutlich formuliert hat, eine Möglichkeit, wie man diese Probleme lösen könnte, ist Bauberg, ein Politikwissenschaftler, der vorgeschlagen hat, Urban Citizenship als formale Alternative zur Staatsbürgerschaft zu entwickeln. Also die Idee eines von souveränen Stadtstaaten, die multiple und dann eben mit auch vollen Rechten verbundene Stadtbürgerschaften als quasi neue postnationale Staatsbürgerschaft vergeben können.
Als Politikwissenschaftler, der mittlerweile in der Humangeografie ist, finde ich solche Perspektiven mittlerweile interessant, aber sie sind eben eigentlich nur Gedankenspiele. Das heißt, ich finde, worüber man eigentlich nachdenken muss, ist das, was da draußen tatsächlich passiert und wie man vielleicht sehr viel konkreter als das, was eine Idee ist, die sehr weit weg ist von dem, was man, glaube ich, heute umsetzen kann, sozusagen eher danach fragen muss, wie man konkret in Stadt heute intervenieren kann, um ein bisschen näher ranzukommen an eine gleichberechtigte Stadt, die vielleicht bestimmte Ausschüsse, die der Nationalstaat produziert, verhindern kann. Und dafür gibt es dann andere Perspektiven. Isin zum Beispiel schlägt vor, sich Acts of Citizenship anzugucken, das heißt postmigrantische Kämpfe in der Stadt, in denen Menschen, die von bestimmten Rechten ausgeschlossen sind, sich sozusagen Rechte nehmen und das auch öffentlich äußern, formal in ganz dezidiert politischen Kämpfen, aber man kann das zum Beispiel auch beschreiben in Form von Raumaneignungen. Denken Sie nur, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute zumindest ein paar repräsentative Moscheen in Frankfurt haben. Dahinter steckt eine lange Geschichte der Aneignung von informellen Räumen für Moscheen und sozusagen ein langer Prozess darum zu kämpfen, sichtbar sein zu dürfen in der Stadt. Auch sowas wäre sozusagen ein Beispiel dafür, wie Rechte angeeignet werden. Die andere Frage, und die will ich jetzt im Mittelpunkt stellen, die man stellen könnte, ist die nach den Urban Politics of Citizenship, also die Frage, was passiert denn auf Ebene der Stadtpolitik? Und dabei Stadtpolitik als Ausdruck postmigrantischer Stadtbürgerschaft zu verstehen. So, jetzt gibt es eine neue Debatte, ein neuer Begriff, Stadt der Vielfalt, und die möchte ich ganz kurz historisch einordnen, einfach nur als Erinnerung daran, wie die Debatte in Deutschland lange aussah. Der Spiegel von 1973 überschrieben mit die Türken, also der Leitartikel in diesem Heft Ghettos in Deutschland, 1 Million Türken, war überschrieben mit die Türken kommen, rette sich wer kann. Und ich meine, wir lachen jetzt, aber diese Debatten gibt es immer noch. Also in den 80er Jahren leicht verschoben, aber selbst da sozusagen, wenn vielleicht gut gemeinte Vorschläge da waren, sahen die dann so aus, ausländische Mitbürger und unseren Städten, und Sie sehen, dass die Ordnung dieser Debatte immer noch genauso ist wie vorher. Es gibt irgendwie was Fremdes, was da reinkommt, und wir müssen darüber nachdenken, wie wir unsere Städte davor schützen können. Vasilis Tsianos und Klaus Ronneberger haben mit dem Begriff des panischen Urbanismus diese Verteidigungshaltung auf den Punkt gebracht, und sie haben gezeigt, wie sie bis heute in den wiederkehrenden Erzählungen vom drohenden Untergang von Stadtteilen und ganzen Städten unter der Last der imaginierten Parallelgesellschaften fortbestehen. Das als sehr grober Kontrast der Vergangenheit. Ich weiß, man könnte da lange drüber reden, was sich da früher schon getan hat, aber ich wollte das einfach kurz in Erinnerung rufen. Und trotz dieser Kontinuitäten kann man heute deutliche Verschiebungen in dem, wie Städte ihre postmigrantische Bürgerschaft repräsentieren und benennen, feststellen. Das möchte ich an Frankfurt festmachen. Zuerst nochmal ein Zitat aus den 80er Jahren, Oberbürgermeister Weimann. Sie wissen, meine Damen und Herren, dass zwischenzeitlich der Anteil der ausländischen Bevölkerung auf 25% gestiegen ist. Die damit verbundenen Probleme brauche ich Ihnen nicht zu schildern. Soziale Risiken in einem nie dagewesenen Ausmaß, politischer und sozialer Sprengstoff. Ungefähr 30 Jahre später klingt das so. Migration in Frankfurt ist eine Tatsache. Wenn Ihnen das nicht passt, können Sie woanders hinziehen. Auch das ist eine Vertreterin der Stadt. Dieser Satz fiel 2007 in einer Sitzung des Frankfurter Bildungs- und Integrationsausschusses. Nagesh Eskandari-Grünberg, zu diesem Zeitpunkt Stadtverordnete der Grünen, hatte damit spontan auf die Ausführungen einer populären Bürgerinitiative reagiert, die den Bau einer Moschee im Stadtteil Hausen verhindern wollte und dafür unter anderem die von Migrantenkindern überlaufenden Schulen als Beleg der Überfremdung des Stadtteils anführte. Die Reaktionen darauf, sowohl an dem Abend als auch in der Presse, waren wieder so ein bisschen diesem älteren Diskurs zuzuordnen. Eskandari Grünberg wurde als Vertreterin der Islamisierung Frankfurts skandalisiert. Und wenn die Geschichte da geendet wäre, dann wäre das nur ein weiterer Beleg für die ungebrochene Hegemonie der rassistischen Skandalisierung von Migration in der Bundesrepublik gewesen. Aber Eskandari Grünberg ist ein Jahr später zur Integrationsdezernentin der Stadt gemacht worden.
Und das, so griff aus diesem Anlass auch der Spiegel die Geschichte noch einmal auf, obwohl der gebürtigen Iranerin vorgeworfen wird, sie habe die Deutschen zum Wegzug aus der Stadt aufgefordert, falls ihnen die Zuwanderer hier nicht passten. Und 2 Jahre später dann erschien unter der Federführung der Dezernentin das Integrationskonzept der Stadt als Grundlage einer strategischen Steuerung, Integrations- und Vielfaltspolitik als Querschnittsaufgabe der Stadtpolitik verstanden. Und dieses Diversitätskonzept folgt im Kern dem Narrativ Vielfalt als Tatsache. Das ist auch ein Zitat daraus und das erinnert mich von ungefähr an Ihr Zitat von 2 Jahren vorher, wo sozusagen Migration ist eine Tatsache in dieser Stadt. Also sozusagen diese Perspektive auf Stadtgesellschaft hat sich da programmatisch festgeschrieben. Auch da gab es wieder ähnliche Reaktionen. Ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt, wann habe ich angefangen? Sieben? Okay. Ich nehme es trotzdem mit rein, weil es so schön ist. Auch da gab es wieder zornige Reaktionen. Unter anderem hat Nekla Kelek einen langen Artikel zu diesem Text geschrieben, in dem sie schreibt, die Verfasser formulieren kein Integrationskonzept, sondern ein Programm, das den Migranten ein Leben in Frankfurt nach ihren eigenen Vorstellungen ermöglichen soll. In diesem Konzept ist Integration eine Bringschuld des Staates und dabei wird weder eine nationale Identität noch die Teilhabe an Sprache und Kultur gefordert. Dieses Konzept atmet das Ideal des Internationalismus, das alle Völker und Nationen globalisiert. Frankfurt als Global City. Und ich glaube sozusagen im Spiegel dieser Kritik wird ganz gut klar, dass dieses Konzept sozusagen inhaltlich zumindest relativ weitgehend ist und sich deutlich von dem unterscheidet, was lange in Deutschland praktiziert wurde. Das kommt nicht von ungefähr, denn in der Genese des Konzeptes waren nicht die zu dem Zeitpunkt noch dominanten Vertreter eines ordnungspolitischen Integrationsparadigmas beteiligt, sondern mit Regina Röhmhild und Steven Wörtebeck eben Vertreterinnen aus den Kulturwissenschaften, die sozusagen eher eine Perspektive der Weltoffenheit tatsächlich vertreten haben und damit auch für eine neue Art der Migrationsforschung stehen. Wenn man sich das Konzept jetzt ein bisschen genauer anguckt, dann ist der Anspruch sehr grundsätzlich und systematisch. Stadtpolitik wird für das Gemeinwohl einer vielfältigen Bürgerschaft entworfen. Integrationspolitik ist dabei weder eine Ausländerpolitik noch eine Problempolitik, heißt es da. Alle städtischen Ämter und Betriebe sollen in geeigneter Form für unterschiedliche Formen von Diskriminierung sensibilisiert werden. Und ein effizientes Diversitätsmanagement soll als integraler Bestandteil von Aufgabenbeschreibung und Aufgabenerfüllung an jedem Arbeitsplatz unserer Stadtverwaltung wirksam werden. Eine der zuständigen Mitarbeiterinnen im Amt für multikulturelle Angelegenheiten hier bringt das dann auch so auf den Punkt, die hier leben, haben das Recht, hier zu leben und wichtig ist dann die Frage, wie wir das organisieren, gestalten und so weiter. Das heißt, die Formulierung darin ist sehr nah dran an dem, was man mit der Urban Citizenship-Debatte als sozusagen eine Antwort, eine städtische Antwort auf diese Krise nationaler Zugehörigkeit nennen könnte, wenn auch immer mit der Einschränkung, dass natürlich Städte nicht die souveränen Rechte haben, die Nationalstaaten haben. Aber die Stadt verspricht letztendlich alles dafür zu tun, diese Krise anzugehen in Frankfurt. Und damit kommen wir zum Problem, warum der Vortrag trotz dessen mit Ausschlüssen, unsichtbaren Ausschlüssen überschrieben ist. Denn es ist nichts passiert. Was ist also passiert? Zunächst lässt sich das vergangene Verwaltungsmodell des zuständigen Amts für multikulturelle Angelegenheiten folgendermaßen begreifen. Einzelne Fachteams des Amts intervenieren in den klassischen Bereichen kommunaler Integrations- und Ausländerpolitik direkt in die Stadtgesellschaft. Bis auf den Bereich der Antidiskriminierungsberatung, den es in Frankfurt schon sehr lange und lange vor anderen Städten gab, wurden die migrantischen Zielgruppen dieser Intervention im Wesentlichen als Problemgruppen in den Bereichen Bildung, Sprache oder Arbeit begriffen. Dass sie das jetzt nicht mehr ausschließlich so begriffen haben, habe ich eben gezeigt. Und verwaltungspraktisch soll das im Konzept, dem Konzept nach so funktionieren. Das Konzept dient als eine Grundlage für eine Steuerung der gesamten Verwaltung, nicht nur als Programmatik dieses einzelnen Amts, was sich konkret mit Migrantinnen vorstellt, und soll eine strukturelle Veränderung der Stadtverwaltung herbeiführen. Diversitätspolitik wird als Querschnittsaufgabe beschrieben.
Und das AMCA soll die Anpassung der Regelstrukturen der Stadt in allen anderen Fachämtern und in den weiteren Governance-Netzwerken der Stadt an die Realität der Vielfalt initiieren, begleiten und dokumentieren. Die Mittel dazu sind Aktivierung, Vernetzung, Monitoring und weiterhin direkte Interventionen. Bis 2015 hat sich diese neue Rollenzuweisung in Struktur und Tätigkeit des Amtes allerdings nur in zwei Bereichen sichtlich niedergeschlagen. Die finanzielle und personell bedeutendste Veränderung zeigt sich in der Einrichtung eines neuen Fachteams für Bürgerdialog und Vernetzung. Aufgabe dieses Teams ist es ausschließlich die Erweiterung der Internetpräsenz des Amts um ein Social-Media-Angebot. Virtuelle Partizipation und Vernetzung. Inhaltlich ist das tatsächlich ganz spannend, aber Sie werden mir recht geben, dass das nicht an die Kernaufgaben städtischer Verwaltung rangeht. Die zweite Veränderung im Amt zeigt sich in der Einrichtung einer Stelle zur Bearbeitung von Monitoring und Berichterstattung. Erstes und bislang, bis zu dem Zeitpunkt der Erhebung, einziges Ergebnis dieser Tätigkeit war die Erstellung des 2012 veröffentlichten Diversitätsmonitorings, das dabei helfen soll, die Wirklichkeit unserer Stadt zu verstehen und Verwaltungshandeln entsprechend anzulegen. Der Bericht fokussiert Diversität und Chancengleichheit und knüpft daran, damit an das Versprechen, als städtisches Monitoring steuerungsrelevant zu werden, an. Aus diesem Monitoring war auch die Darstellung dieser Rechtsansprüche, die ich vorhin schon gezeigt hatte. Und auch hier zeigt sich aber, dass das Versprechen der Steuerung ein leeres Versprechen ist. Enes Gülligan, der damalige Vorsitzende der Kommunalen Ausländervertretung, hat das mal sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Er sagt, wir lesen im Monitoringbericht zum Beispiel, dass Migranten in Frankfurt für schlechtere Wohnungen höhere Mietzinsen zahlen. Das ist ein Bericht des Magistrats. Es ist nicht irgendein Bauchgefühl, das wir als Migranten ja seit Jahrzehnten aussprechen. Wir müssen immer höhere Mieten zahlen und wir bekommen immer die schlechteren Wohnungen. Das Besondere ist aber jetzt, dass der Magistrat das sagt. Und da erwartet man natürlich, oh, jetzt wird das aber in der Stadtverwaltung zum Thema gemacht. Alle stehen auf und sagen, wir erlauben nicht, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter, die vor 30, 40 Jahren hergekommen sind, hier so diskriminiert werden. Es ist aber nichts passiert. Nach dem Muster des neuen Steuerungsmodells in diesem Konzept müssten die Ergebnisse des Monitorings die Aufgaben Neuregelungen der Stadt anleiten und diskriminierende Strukturen auf dem Wohnungsmarkt müssten offensiv von der Stadt zum Gegenstand der Intervention gemacht werden. Und nicht nur hier, das Monitoring weist auch in anderen Bereichen diskriminierende Strukturen aus. Das ist auch wenig verwunderlich, weil wir das aus der Statistik wissen, im Bereich des Arbeitsmarkts, der Bildung oder der Personalpolitik der Stadt selbst, die natürlich nicht die Vielfalt der Stadtgesellschaft repräsentiert bislang. Aber auch in diesen Bereichen ist nichts passiert. Dieses Nichts lässt sich darauf zurückführen, dass die vom Konzept vorgesehenen Steuerungsstrukturen schlicht nicht eingeführt worden sind. Die dort für AMCA und Dezernat als Impulsgeber und Katalysator vorgegebene Rolle wurde in der Praxis in Form einer kooperativen Steuerung entwickelt, wie das die Amtsleitung euphemistisch beschreibt. Das bedeutet, die Steuerungsmöglichkeiten von AMCA und Dezernat sind nicht mit Macht versehen worden. Stattdessen setzen sie auf Vertrauensbildung mit den betroffenen Fachämtern und deren Kooperationsbereitschaft. Wenn man dann aber in diesen anderen Fachämtern nachfragt, dann ist die Rezeption des Leitbilds, hat die Rezeption dieses neuen Leitbilds und die sehr deutlichen Konsequenzen für das Handeln anderer Ämter einfach nicht stattgefunden. Wenn sie rezipiert wurden, sind daraus keine dauerhaften Kooperationen mit dem AMCA oder Ähnliches hervorgegangen. Und Kooperationsbereitschaft findet man nicht. In der Ausländerbehörde beispielsweise werden die Implikationen des Konzepts für die Arbeit dort als ausgemachter Blödsinn bezeichnet. Das hat ganz viel dafür zu tun, ich nenne das jetzt nur an dem Amt, das deutsche Ausländerrecht, was kommunal umgesetzt wird, aber als Aufgabe von Land und Bund, ist immer noch in seinem Charakter Abwehrrecht. Das heißt, das Ausländerrecht zielt nicht darauf, Rechte herzustellen, sondern sie zu verhindern. Und obwohl die Ausländerbehörde Teil der kommunalen Verwaltungsstruktur ist, sozusagen organisatorisch, ist sie eben weisungsbefugt und hat den direkten Auftrag aus dem Ausländerrecht. Und deshalb sagt die Ausländerbehörde, ihre Aufgabe ist es nicht, die Menschen, die hier ohne deutsche Staatsbürgerschaft leben, als Bürgerinnen dieser Stadt zu behandeln. Und deshalb sehen wir immer noch jede Woche
Schlangen von 300 Menschen vor der Ausländerbehörde, obwohl sie gerade neu gebaut worden ist. Also nur als ein Beispiel. Am Ende lässt sich damit ein paradoxer Effekt von Vielfaltspolitiken festhalten. Während die Politik häufig in Hochglanzbroschüren adäquat die rechtliche, kulturelle und soziale Vielfalt der Stadt der Vielfalt darstellt und in ihrem Monitoring auch Diskriminierung und Rassismus thematisiert, folgen daraus praktisch keine strukturellen Konsequenzen, die aber ja doch ganz offensichtlich notwendig wären. Die britische Soziologin Sarah Ahmed hat eine ähnliche Beobachtung für die Implementation von Diversity-Politiken an britischen Hochschulen damit erklärt, dass unter neoliberalen Umständen schon die Erstellung von Konzepten selbst als Erfolg verkauft werden kann. Und sie bringt das eben mit dem Satz auf den Punkt, dass you end up doing the document rather than doing the doing. Wenn man das im Hochglanz abdruckt, dann gilt die Aufgabe als erfüllt. Weil sich Politiken im Namen von Vielfalt dann auf das exzellente Management von diesen Dokumenten beschränken und von Monitorings und von neuen Konzepten, werden rassistische Strukturen in der eigentlichen Verwaltungsarbeit ignoriert, selbst wenn diese in diesen Konzepten und Monitorings offen thematisiert werden. Und deshalb glaube ich, dass man von unsichtbaren Ausschlüssen sprechen sollte, die aber eigentlich ganz offen verstecken. Also sie sind allen klar, aber sie werden nicht thematisiert, aber sie zeigen keine Konsequenzen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Allerdings möchte ich abschließend betonen, dass aus diesem ernüchternden Fazit nicht zu schließen ist, dass der beschriebene Wandel von Stadtpolitiken im Namen von Diversität einfach als Sonntagsrede abzutun wäre. In diesem Wandel artikuliert sich der Anspruch einer anderen Stadt. Wenn Stadtpolitik und Verwaltung nicht in der Lage oder nicht willens dazu sind, diesen Anspruch Wirklichkeit werden zu lassen, dann ist das nicht das Ende der Geschichte. Repräsentationen der Vielfalt beinhalten ein Versprechen und die Abwesenheit entsprechender Interventionen lässt sich durch dieses Versprechen politisch skandalisieren. Wie auch die eben schon erwähnte Sarah Ahmed argumentiert, sind diese Dokumente Ausdruck der veränderten gesellschaftlichen Realität. In unserem Fall also der Realität der postmigrantischen Gesellschaft in der Stadt. Und als solches können diese Dokumente durchaus Ärger verursachen, wenn sie entsprechend gebraucht werden, so Ahmed weiter. Dies allerdings wird kaum in Stadtpolitik und Verwaltung selbst geschehen, jedenfalls nicht ohne Unterstützung bzw. Druck von außen. Dennoch, man kann die politische Sprache der Stadt der Vielfalt nutzbar machen für Kämpfe um eine tatsächlich gleichberechtigte Stadt, die es immer wieder und nach dem Sommer der Migration, wo mehr denn je, zu führen gilt. Und das wissen wir alle, passiert auch längst. In Frankfurt finde ich das Beispiel des Project Shelter aktuell natürlich zentral. Der Anspruch, sozusagen Frankfurt tatsächlich für alle zu formulieren, beim Project Shelter zu sagen, wir brauchen tatsächlich eine neue Frankfurter Praxis und nicht nur diese Hochglanzbroschüren. Das Netzwerk Sanctuary Cities geht in diese Richtung und den großen Banner hier muss ich Ihnen nicht nochmal vorstellen. Danke. Ich hatte mir jetzt eigentlich schlauerweise überlegt, dich genau zu befragen auf, du hast ja jetzt nochmal einen neuen Widerspruch aufgemacht. Einerseits hatten wir Nationalpolitik und auf der anderen Seite zusammen Stadtpolitik und zivilgesellschaftliche Initiative. Dann hast du uns gezeigt, dass das sozusagen so einfach nicht ist, dieser Widerspruch, sondern nochmal unterschieden werden muss zwischen Stadtpolitik und dann dem, was Urban Citizenship als Praxis ist. Jetzt hast du am Schluss aber diese Widerspruchsform selber nochmal als eine komplexere gemacht. Möchtest du es vielleicht noch einmal auf den Punkt bringen, wie dieser Widerspruch jetzt tatsächlich von dir gedacht worden ist? Im Grunde eine Kurzform von den letzten 5 Sätzen. Damit wir das festhalten. Wenn man sich sozusagen die kritische Debatte über Diversity-Politiken anguckt, dann ist die Kritik sehr deutlich. Daher kommt so ein bisschen dieses, dass ich sage, also man kann das natürlich als Sonntagsrede thematisieren. In den allermeisten Fällen passiert da nicht viel.
Aber neoliberale Vielfaltspolitiken würden nicht so aussehen, wie sie aussehen, wenn sie nicht sozusagen zu einem Zeitpunkt in einer Gesellschaft stattfinden würden, wo es schon ganz lange migrantische Kämpfe um ein Einschreiben in diese Gesellschaft geben würde. Und das heißt, diese beiden Elemente gehen da zusammen rein. Und das heißt, ich würde sagen, dass man natürlich Stadtpolitik kritisieren muss, dass man aber auch ernst nehmen muss, dass sie sozusagen wie hier tatsächlich auch einen Widerspruch zur nationalen Ordnung, die wir ganz lange gelebt haben, darstellt. Ja? Und ich glaube, man kann den Punkt eigentlich auch nochmal ganz schön an den Entwicklungen zu Sanctuary Cities aufzeigen. Denn Sanctuary Cities gehen ja einen Schritt weiter als diese Sachen. Die stellen tatsächlich in Nordamerika zumindest ein Stück weit ein formales Recht aus. Das heißt, die schützen Einwohnerinnen der Stadt vor den aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen des Nationalstaats. Das ist ein formales Recht, was da eingeräumt wird, mehr oder weniger. Und jetzt gibt es auch daran Kritiken, die sagen, naja, warum lassen sich denn solche Politiken auf städtischer Ebene durchsetzen? Und die Antwort der Analysen, die die Kritik des Neoliberalismus in den Mittelpunkt stellen, sagen, naja, weil städtische Eliten ein Kapitalinteresse daran haben, dass billige Arbeitskräfte sicher in der Stadt leben können. Und dann würde ich aber sagen, aus Bewegungsinitiative kann man sich dann darüber streiten, weil das ändert ja nichts daran, dass für die Menschen, die vor Ort ihre Kämpfe führen, trotzdem in dem Moment mehr Rechte entstehen. Und ich glaube, man kann diesen ganzen Prozess einfach nicht definieren, was die Stadt der Zuflucht am Ende sein soll, sondern man kann das immer nur als eine Auseinandersetzung in aktuellen Kämpfen verstehen. Und ich glaube, dass sozusagen diese Stadtpolitiken, so sonntagsredig sie daherkommen, durchaus als strategisches Werkzeug für tatsächlich sinnvolle Politik eingesetzt werden können. Und ich glaube auch, dass man oft übersieht, dass in den Stadtverwaltungen, und das habe ich in meiner Forschung gemerkt, viel mehr Leute sitzen, die eigentlich auf der richtigen Seite stehen, die sich nur da nicht durchsetzen können, und mit denen kann man zusammenarbeiten. Das ist eigentlich der Punkt. Dankeschön.